Herzlich willkommen, liebe Modellbahnfreunde, bei X-Train 24, Ihrem Modellbahnportal für die Modelleisenbahn. Heute haben wir wieder was ganz Besonderes für Sie vorbereitet in der Themenwelt Bahnhöfe und Hochbauten. Und wir beschäftigen uns mit dem Bahnsteigsystem vom Modellbahn Engel. Und Manuel Engel sitzt wieder neben mir und wird uns natürlich die einzelnen Spielarten, die es bei Bahnsteigsystemen gibt, sicherlich wieder den einen oder anderen Tipp geben und auch das eine oder andere empfehlen können. Was wir jetzt sehen, liebe Modellbahnfreunde, ist ein Doppelstockwagen, der auf einem Märklin-Gleis steht. Märklin-C-Gleis. Genau. Steht. Und da sind wir eigentlich schon mitten im Thema, das Märklin-C-Gleissystem angepasst an dieses Bahnsteigsystem. Richtig. Aktuell ist es noch so, dass wir auf die Geometrie von dem Märklin-C-Gleis eingegangen sind. Mit dem neu erscheinenden Heft sind wir jetzt auch auf verschiedene Bahnsteighöhen gegangen. Zu weiteren Details kommen wir dann noch, für was welche Bahnsteighöhen gedacht sind. Und das haben wir auch vorbereitet. Das ist dann wie in der richtigen Küche, wenn wir eine Kochsendung machen. Ich stelle Ihnen das mal jetzt hier her. Jetzt lassen Sie einfach mal auf sich wirken. Wir sehen hier zum Beispiel, da hast du ja wirklich sehr viel Gedanken darüber gemacht, welche Bahnsteighöhe für welche Züge vorgesehen sind. Und wie gesagt, alles aufs Märklin-C-Gleis. Steht auch drunter, ideal fürs Märklin-C-Gleis. Das heißt also, die höchsten Bahnsteighöhen hast du vorgesehen für die S-Bahn, was ja auch für Sinn die macht. S-Bahn. Ja. Richtig. Ich habe nicht die Maße vorgegeben oder die Norm, sondern die Deutsche Bahn. Die Deutsche Bahn. Aber du hast ja die Maße vorgegeben, um das ins Modell umzusetzen. Genau, und die sind maßstäblich dann umgesetzt. Weil es ja immer das Problem ist, wenn man heute einen Bahnsteig kauft oder einen Bahnhof kauft, sei es jetzt von Falla, von Noch, das sind immer irgendwelche Bahnsteighöhen, aber die passen meistens nie so richtig zu den Aussteigen. Genau, das muss dann immer irgendwie angepasst werden. Das ist richtig. Und du hast ja praktisch mit deinem Bahnsteigsystem, jetzt sage ich mal, die Murmel zerbrochen, um zu sagen, wir müssen... Wir haben es jetzt wieder individuell gestaltet. Richtig, so kennen wir dich. Wie vom Modusteck gewöhnt, in der Länge wieder unendlich erweiterbar, in verschiedenen Formen, Positionen, Längen, Höhen, wir haben alles drin. Von der Epoche 3, 4, 5, 6 haben wir alles. Okay. Wenn wir mal uns das anschauen, es kommt ja auch wieder, wie du hast es ja schon erwähnt, das Modusteck-System, was du erfunden hast, in einer tollen, einfachen Verpackung wieder. Und man erkennt schon daran wieder, es ist Lasercut. Koloriert, ja. Koloriert. Und diese Verzahnungen und alles, was dazugehört, muss wieder in sich passen. Das habe ich gelernt. Ja. Ist korrekt. Wie beim Arkadensystem, alles ineinander verzapft. So, du hast natürlich auch wirklich ganz groß Anleihe genommen bei den richtigen Bahnhöfen. Das wollen wir Ihnen auch mal zeigen, liebe Zuschauer, weil das ist wirklich eigentlich ja, nahezu perfekt. Den Doppelstockwagen, wie der an die Bahnsteigkante passt, hatten wir Ihnen gerade eingeblendet. Das ist also auch der richtige Abstand zur Bahnsteigkante da. Korrekt, ja. So, das ist aber jetzt nicht die S-Bahn-Höhe, sondern das ist die nächst niedrigere Höhe, glaube ich, gewesen. Für die großen Bahnhöfe. Für die großen Bahnhöfe. Ich nehme mir einfach mal jetzt ein Teil hier hinten weg. Ich bin mal so frei und zeige es Ihnen mal in die Kamera, liebe Zuschauer. Sie sehen also einmal den Abschluss zur Gleisseite. Und dann haben wir hinten auch ein Abschluss mit Geländer, wo dann meinetwegen eine Mauer, eine Stützmauer hinten dran ist. Genau, wo der Bahnsteig einfach endet. Absturzsicherung. Richtig. Dann drehe ich das Ganze mal jetzt nach vorne. Und das muss ich Ihnen wirklich sagen, liebe Zuschauer. Wo ist mein Zeigestock? Hier ist mein Zeigestock. Nein, dein Zeigestock. Herr Lehrer. Das muss man wirklich mal gesehen haben. Sie haben hier an dieser Bahnsteigkante, ich weiß nicht, ob es die Kamera richtig ranbringt, wie im richtigen Leben eine Perforation, die noch nachträglich farblich behandelt werden kann mit einer weißen Linie. Genau. Kann aber auch gelb sein, je nachdem. Aber der große Clou, und jetzt kommt's, das Blindenleitsystem hast du eingebaut. Und das sieht man hier. Ja? Das sind diese längs eingelassenen Rillen an den Bahnsteigen,
die auch jetzt farblich natürlich dann, wenn der Modellbahner das Teil erwirbt, nachbehandelt werden müssen. Genau. Man sieht sie meistens ein bisschen cremefarben. Ja. Weiß, cremefarben, gelb, ja. So. Du hast ja also, wie gesagt, dazu Gedanken gemacht und es passt natürlich bei jedem Bahnsteigsystem dann nahtlos dran. Korrekt. Und wenn wir jetzt noch die Treppen machen wir gleich. Ins Bild einstellen können. Ich möchte bloß noch mal drunter zeigen, wie es unten drunter aussieht. Es wird also alles eingerastet, genau, eingeklippt und fixiert. Genau. Es ist eine Nut vorhanden. Mhm. Ich nehme jetzt mal eine Bahnsteigkante. Ja, zeig sie bitte mal rein. Ich stelle mal weg. Da ist er. So. Kriege ich deinen Zeigestock? Dein Zeigestock, mein Zeigestock. Wir sehen hier eine Nut, wo zum Schluss die Bahnsteigplatte, also die obere Kante, bündig eingelegt werden kann. Unverklebt, ist klar. Mhm. Und dann ist es bündig und nahtlos. Ja. Wir hatten jetzt gerade also ein einfaches Bahnsteigsystem gesehen, ich muss mal hier ein bisschen ranziehen, wo also mit einfachen Platten auch Abschlussplatten gearbeitet wird. Genau. Was ist das jetzt hier? Ich meine, mit diesen... Das sind diese Absturzgitter, die du gerade eben schon gezeigt hast. Okay, gut. Das Thema hätten wir damit erstmal behandelt. Ich lege mal diese Platte beiseite. Es gibt natürlich auch noch andere Bahnsteigsysteme, liebe Zuschauer, die dann entsprechend erweitert und ergänzt werden. Mhm. Man hat es ja, wo fange ich an, wo höre ich auf? Ich nehme einfach mal dieses Teil. Es ist ein recht breiter Bahnsteig. Moment, ich lege das mal hin. Es ist ein recht breiter Bahnsteig. Den gibt es also, wie gesagt, entsprechend kann man das anpassen. Das ist jetzt fürs C-Gleis 147,2 mm. Also auch fürs C-Gleis. Darauf ist ein, ja sagt man so eine... Ein Gepäckaufzug ist das. Nach Vorbild. Dann wollen wir doch mal reinschauen, ob wir recht haben. Tatsächlich, ein Gepäckaufzug. Der ist noch nicht richtig drin. Der ist nicht richtig drin? Nein. Ist jetzt passiert beim... So, jetzt. Nein, noch nicht ganz. Stell's auf. Also jetzt haben wir's. Also, ein Gepäckaufzugsystem versteckt sich hinter diesem Gebäudeteil. Ich hätte fast vermutet, ein alter Aufgang, aber ist es nicht. Nein, es ist ein Gepäckaufzug. Ein Gepäckaufzug. Also auch hier kann man sämtliche Spielarten durchgehen. Was mich am meisten fasziniert ist, das sind diese Teile, liebe Zuschauer. Hier sieht man einen Treppenaufgang. Und was ganz wunderbar nachgestaltet wurde, sind diese Geländer. Kunstvoll. Auch wieder im Lasercut. Welches Vorbild? Welcher Bahnhof hat hier als Vorlage gedient? Das weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich würde ja so preußisch. Preußisch, ja, so 20er, 30er Jahre. Dann und hier natürlich die moderne Epoche. Es gibt etwas Schlichtes, ja, wie es bei der Deutschen Bahn jetzt ist, also einfach. Alles nur noch langweilig und auch hier nochmal möchte ich nochmal mein Zeigestock darauf hinweisen, dieses Blindenleitsystem, schon vorgefertigt ist, was man dann entsprechend dann auch noch farblich behandelt. Kriege ich jetzt mal den Zeigestock? Wir geben uns gegenseitig den Zeigestock und die Man Kugel. Soll hier noch beachten, hier sind die Rillen und wenn die Leitlinie vorgeht und sich zur Seite hin verwinkelt, dann sind hier kleine Pünktchen. Mhm. Vielleicht kann es die Kamera nochmal einfangen. Kleine Pünktchen. Es wird schwierig jetzt, selbst für unsere gute Kamera. Das ist der Hammer. Also wir haben wirklich geguckt, dass die Details wirklich bei diesem System stimmen. Das ist also stimmt. Ja. So, diese Treppe oder diese eingebaute Treppe, gibt es natürlich auch extra. Das heißt also, ich kann jetzt mein Bahnsteigsystem entweder mit der etwas älteren Version oder mit der neuen Version versehen. Jetzt habe ich hier nochmal so eine Markierung, dass an der Seite halt, ich muss es hier zeigen, die Markierung sagt was? Die Markierung sagt Folgendes, durch das, dass wir 4 Bahnsteighöhen haben, wir gerade vorhin mit dem Schild demonstriert haben. Ich fasse es nicht. Können wir auf jede Höhe dieses Bauteil nutzen. Mhm. Und die Perforation sagt uns
wenn wir jetzt zum Beispiel 380 haben, dann müssen wir das niedrigste Modell nehmen. Das sieht man auch. Ah, in der Bauanleitung ist es. Dann schneidet man das, sprich hier an der obersten Linie ab, bevor man den Bausatz montiert, und kann dies auch für den 380 über so nutzen. Mhm. Wunderbar. Also auch hier wieder mitgedacht. Das ist also ein Modellbahner mit Herz, der wirklich nicht irgendwas baut, sondern sich der sich was überlegt, was er macht. Und das macht dieses System auch, glaube ich, so ein bisschen erfolgreich. Einzigartig. Einzigartig und erfolgreich. Ja. Dann haben wir natürlich mal was vorbereitet. Natürlich. Das ist dann eine die Preiserlein wollen ja auch nicht nass werden. Ein fertiges Bahnsteigsystem. Das ist jetzt für nicht S-Bahn, das ist dann das nächstniedrigere gewesen, glaube ich. Das ist auch wieder für hohe Bahnhöfe. Die haben alle 760. 760 hier zur Demonstration. Also genau. Ja. Also so sieht das dann fertig aus, kann man also auch komplett als Bausatz wiederum erwerben. Und dann gibt es noch unterschiedliche Bahnsteigbreiten. Das wäre zum Beispiel auch eine Sache für Mittelbahnsteig. Richtig, möglich. Das ist der kleinste Weichenradius von Märklin C-Gleis. 24612 und die 24611. Okay, also liebe Märklin-Freunde, wir sprechen immer noch von Märklin. Ja. Und auch für das Trix-C-Gleis geeignet. Für das Trix-C-Gleis. Da hier sehen wir jetzt die zweite Längenvariante. Wir haben einmal hier 292 mm Länge. Ich halte es mal dagegen. Mhm. Ja, so. Und hier 147,4 mm Länge. Ja. So, diese Teile, oder sagen wir, das sind ja alles Bausätze, können natürlich auch bei Xtreme24 erworben werden. Die entsprechenden Artikelnummern haben Sie ja bereits gesehen bzw. sehen Sie. Und wenn Sie die dann anklicken, über all das, was wir sprechen, sehen Sie dann auch auf unseren Seiten verzeichnet und vor allen Dingen, was es kostet. Ja, du hattest gesprochen, und da möchte ich nochmal drauf eingehen, auf Broschüren. Was ist jetzt mit diesen Broschüren? Wir sind jetzt schon bei der dritten Broschüre. Das dritte Basisheft. Dort wird erklärt, welche Neuheiten es gibt und wie die Anwendung ist. Also gleichzeitig als Bauanleitung mit, oder? Richtig. Und als Basteltipps. Ich sage als Vorschläge vielleicht für die Gestaltung. Ja. Wir haben auch noch eine moderne Bahnsteighalle. Die sehen wir hier nicht. Die müssen wir per Foto einblenden. Ja. Weil die so groß ist. Und das erste Basisheft. Genau. Die Bahnsteighalle, hattest du gerade angesprochen, findet man im Heft 2. Das wäre dann das. Da ist dann die Bahnsteighalle mit dabei. Genau, so ist es. Genau. So, und ein Stückchen Bahnsteighalle hast du uns ja mitgebracht. Habe ich auch mitgebracht. Wir nehmen mal ein bisschen was beiseite hier, weil unser Tisch ist nicht so riesig wie das Angebot von Modellbahnengel. Das muss man jetzt mal sagen. So. Hier ein Gestaltungsvorschlag mit einem Ausschnitt der Bahnsteighalle. Also hier angedeutet die Bahnsteighalle. Hier haben wir wiederum den Bahnsteig angepasst fürs C-Gleis. Wir sehen auch hier noch ein paar Accessoires, die wir dann nachher nochmal behandeln wollen. Auf die wollen wir jetzt nicht explizit eingehen. Nur als Anregung, wie es denn aussehen kann. Und mit einem... Ja, wie sagt man? Prellbock, Kopfgleis, wo also die Züge Kopf machen können. Auch dieses Bahnsteigsystem ist bei dir so zu haben. Man kann auch ein zweites Gleis dazu tun. Man kann also auch die Aufstiege für die Lokführer machen und so weiter. Richtig. Also es gibt so viele, viele Dinge. Und wir verschiedene haben das, Gleisgeometrien verschiedene, und Formen würden auch gehen. Wir halten das mal rein. Ja. Für das verschiedene. Sind die Bahnsteigbreiten. Ausgelegt wieder auf das C-Gleissystem. Aktuell noch. So, damit sind Sie jetzt gefordert, liebe Modellbahner. Jetzt können Sie hier voll wuseln. Es ist also wirklich ein sehr umfassendes, gut durchdachtes Konzept, auch in diesem Bahnsteigsystem. Und es kommt Ihnen auch sehr entgegen,
hier dem Modell nahe Nachbildung zu machen und auch ihren Bahnhof zu einem Hingucker zu machen. Ja, sollten Fragen auftreten, ja, einfach Kontakt aufnehmen. Man muss also hier nicht mehr nachträglich irgendwas rumfriemeln, sondern hier können Sie wirklich ganz gezielt das aussuchen, was Sie brauchen und auch entsprechend bauen. Und Manuel Engel hat es ja gerade angesprochen, liebe Modellbahnfreunde, sollten Fragen sein. Die E-Mail-Adresse ist eingeblendet. Wir tun natürlich gerne die Fragen weiterleiten, das ist ganz klar. Aber ich denke, dass es ein sehr tolles Angebot ist, was wir hier von Manuel Engel bekommen, ein perfektes Bahnsteigsystem für die Modellbahn zu bauen. Ja, war mir auch ein wichtiger Faktor. Das war ein ganz wichtiger Faktor. Ja, liebe Modellbahnfreunde, ich hoffe, wir konnten Ihnen wieder so ein bisschen Anregung geben und auch hier und da so ein bisschen juckig machen über das, was es alles so gibt. Der eine oder andere wird es vielleicht noch gar nicht gewusst haben, was man alles machen kann. Sie können natürlich gerne bei uns auf unseren Seiten weiterstöbern. Wenn Sie die Artikelnummern anklicken von den vorgestellten Produkten, die wir hier haben, gezeigt haben, finden Sie auch noch weitere Produkte, was Modellbahn Engel im Angebotsportfolio hat. Und ich glaube, der eine oder andere wird da sicherlich sehr, sehr fündig werden. Und ich denke, und ich bedanke mich natürlich auch ganz herzlich bei Manuel für diese kurze Demonstration. Ich glaube, der eine oder andere wird sagen, will ich haben, wie die Hochbahn. Ja, ist klar. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse und freue mich aufs nächste Mal. Ihr Frank Buttig.